Hier sind wir jetzt zurück im Kartoffelland, im baldigen Kartoffelland. Wir können ihn nicht angreifen, weil er uns angreift. Das ist natürlich super. Wie sieht's hier aus? Ist noch relativ repariert. Dann können wir ja weiter Geld machen. Und warten. Entschuldigung. Warten, dass er endlich aufhört, uns anzugreifen, damit wir angreifen können. Denn es ist. Was? Wie? Es seems this way? Jemand ist unglücklich? Das ist mir egal. Ich bin Herrscher. Ich bin kein Betreuer. Kein Therapeut. Oder so. Oh, und da können wir einen Panda gewinnen. Das seht ihr da unten links. Wenn wir das gewinnen, dann machen wir das für die Pandas dieser Welt. Das ist unser letzter Kampf. Für all die Pandas. Für alle Tiere. Die Wölfe haben wir befreit. Die Pferde haben wir befreit. Die Bären haben wir befreit. Die komischen blauen Vögel. Ja, jetzt sind die Pandas dran. Das wird ja eigentlich auch unter Bären zählen, aber anscheinend nicht. Aber der letzte Kampf, da muss man natürlich nachdenken, wen nimmt man mit? Man nimmt natürlich Wantan mit, der uns so lange begleitet hat. Kenyo nimmt man mit. Velan. Und natürlich die Frau und das Kind. Sasa und Gaza. Gaza. Und da, ich würde am liebsten einfach alle mitnehmen. Aber das geht leider nicht. Mitsu kommt mit. Das ist alles. Ich würde am liebsten alle mitnehmen. Aber ich habe leider nicht genug Platz. Das tut mir leid. So. Alles klar. Natürlich werden wir als Gato spielen in diesem letzten entscheidenden Kampf. Denn wir sind ja Herrscher. Und den letzten Kampf sollten wir schon bestreiten. Das wird einfach wunderschön. Ein schwarzer Bildschirm erwartet uns. Ah, eine Cutscene. Ach. Hoi! Eine sehr erwärmende Ansprache, sehr motivierend in diesem allerletzten, in dem Kampf aller Kämpfe. Wir werden uns erst China holen, dann Korea und Japan. Das ist keine Frage. Japan kommt auf jeden Fall. Oh, wir haben kein Gold. Das ist schade. Egal, brauchen wir auch nicht. Denn wir sind Gato, Herrscher dieses Landes. Wir beanspruchen das, was uns gehört. Und damit geht's jetzt los. Das wird super. Ich wünsche viel Spaß in diesem letzten Kampf. We have clear advantage. Ja, natürlich. Natürlich haben wir den Vorteil. Wir werden wieder unsere Strategie anschmeißen, damit wir hinterher einfacher alles einnehmen können. Und das ist doch schön. So. Wo sind eigentlich unsere Bannerträger? Die will ich jetzt mal sehen. Irgendwo. Vielleicht, wenn wir die Base einnehmen, haben wir unsere Bannerträger hier drin. Mit unserem äußerst schönen Banner, den ich nie wirklich Beachtung geschenkt habe. Ist das nicht schön? Wenn man schon so ein Banner hat, einfach gar nicht drauf achten. Dafür sind sie ja da. Die haben eh alle so ein Aufmerksamkeitsproblem, die so ein hohes Banner tragen. Das ist wie Leute mit komischen T-Shirts, mit knallig bunten, mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Die wollen nur Aufmerksamkeit. Ja, ja. Genauso waren die Banner hier im Mittelalter und so. So, Unity. Unity through laughter. Einigkeit durch Lachen. Ist das nicht schön? Denn wenn wir hier alles vereint haben, dann werden alle lachen.
und werden sagen, Hide, wie hast du es eigentlich hingekriegt, dass du uns regierst? Und dann werde ich auch lachen und sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es geschafft. Denn dass wir diesen Kampf gewinnen, das ist für mich so sicher, wie das Amen in Yavo eigentlich. Wie das Amen auf dem Klo. Wenn man richtig einen abgedrückt hat und dem Herrn dankt, dass man... Oh, was ist hier los? Sind das unsere reißenden Winde? Ja, das sind unsere reißenden Winde. Die wir von Kenyo, dem Kriegsmensch, gekriegt haben. Und ich habe wieder so lange aufgenommen, dass mein Sprachzentrum total kaputt ist. Da freue ich mich. Und ihr freut euch auch, wenn der Hide wieder keinen vernünftigen Satz zustande bringt. Der Pinselmann! Wo ist der denn? Oh nein! Wir werden sterben, sagt er, der Pinselmann. Und da hat er recht. Denn wir werden natürlich mit einem Happy End das alles beenden. Und zwar werden alle exekutiert, die sich je über uns lustig gemacht haben. Die je sich uns in den Weg gestellt haben. Dem Willen eines freien Landes. Und das ist doch ein glückliches Ende. Wenn all die Leute, die Krieg über dieses Land gebracht haben, wenn die hinterher zerstört werden, unter unserem kleinen Fingernagel der Gerechtigkeit. Das ist doch schön. Was haben wir hier eigentlich noch für Transformation? Achso, zum Konzentration. Machen wir. Gerne. So. Bin sicher ist sicher. Wenn wir hinterher richtig wütend sein wollen, dann können wir es jetzt sein. Und das ist immer gut, wenn man das in der Hinterhand hat. So. Ja, erstmal alles nieder, man. Auch wenn wir kein Schaf sind oder kein Hasen mehr. Aha. Oh Gott. Ja, ihr merkt, die Flachwitze werden immer schlimmer. Die sind hinterher so flach, dass sie nur noch doof sind. Das bedeutet, dass das Let's Play sowieso schon viel zu lange geht. Denn, hör mal, wie viele Episoden haben wir schon? Über 20? Über 20 Episoden? Fragezeichen? Kann gut sein. Ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht drüber nachdenken, wie lange ihr mich schon ertragen müsst. Aber egal. Es hat sich am Ende, wenn ihr das Let's Play gesehen habt, bis zum Schluss, und seht, wie wir das Land vereinigt haben, dann werdet ihr sagen, all diese Last, diese Flachwitze, die ich ertragen musste, für einen guten Zweck, sie haben sich gelohnt. Es hat sich alles gelohnt. Denn wir haben glückliche Leute in einem glücklichen Land. Mit vielen Kartoffeln, wenig Reis und wenig Kriegern, weil wir eh alle exekutiert haben. Aber, Mist, wie komme ich dann hinterher an meine Banketts? Ich werde nie wieder so günstig an ein Bankett kommen. Wenn kein Krieg mehr herrscht, soll ich vielleicht doch alles hinwerfen und das Land ungeeinigt lassen. Ich esse doch so gerne. Oh, da kommen schon die ersten Selbstzweifel. Bin ich überhaupt ein guter Herrscher, wenn ich dieses Land mit Krieg geeinigt habe? Was werde ich hinterher machen, wenn es keinen Krieg mehr gibt? Wo kriege ich meine süßen kleinen Söckchen her, die ich sonst immer den Leichen geklaut habe und mir dann zu Hause aufgehängt habe? Ich mag Söckchen. Vor allem durchschwitzte Socken von Kriegern. Mit Blut durchtränkt. Oh Mann. Ich will da jetzt nicht in das Main Camp. Ich will erstmal nach unten. Da ist doch irgendwas Merkwürdiges. Das gucken wir uns genau an. Da, was ist denn dieses... Das ist ja nicht mal ein Viereck. Das... geht weg. Ich will euch nicht mehr sehen. Gebt mir diese Basis frei. Dann wird euch nichts passieren,
Bis auf der Tod. Das ist doch gut. Es könnte schlimmer kommen. Ich könnte euch die Haut abziehen und sie dann auf einem Bankett. Ich denke wieder zu viel an mein Bankett. Oh, ich werde mein Bankett vermissen. Ich werde nie wieder so viel essen können wie in der Kriegszeit. Es sei denn, ich opfere jedem das zweitgeborene Kind. Obwohl, ich bin ja selbst zweitgeborenes Kind. Okay, keine gute Idee. Ich opfere Robben. Genau, in China gibt es bestimmt viele Robben. Wenn nicht, dann nicht. Oder ich nehme doch hier... Ich gewinne das doch für die Pandas. Wenn ich das, die Provinz hier gewinne, dann gewinne ich Pandas. Da habe ich doch... Da, mit so einem Panda kommt man doch erstmal über die Runden, glaube ich. Das ist doch ganz nett. Aber auch die Pandas sind irgendwann aus. Was haben wir noch? Wir haben Vögel. Chicken Wings wären das. Wir haben... Zur Not haben wir auch Pferde. Och. Aber egal. Hier geht's ja nicht um mich und mein Bankett. Hier geht es um uns. Was alles, was wir erreicht haben. Wir haben mit einer kleinen Provinz angefangen. Als kleiner, nicht ernstgenommener Herrscher. Damals hieß es noch, Herrscher. Was glaubst du denn, was du bist für ein Herrscher? Du hast ja nur eine kleine Provinz. Und jetzt guckt euch das an. Wir haben die letzte Provinz. Wir haben ganz China. Wir haben das Land der aufgehenden Kartoffeln. Wir haben es vereinigt. Das haben wir zusammen geschafft. Und ich werde hier ein bisschen emotional. Weil irgendwie ist hier ja jetzt wieder eine Ära zu Ende. Ja, exekutiert. Bitte begleitet mich auf mein allerletztes Bankett. Wir haben genug Fleisch, wie ihr seht. Einiges ist bärtig, einiges ist zart, einiges hat eine Kapuze auf. Aber es ist alles Fleisch und das alles ist blau. Das ist unser Land. Das ist wunderschön. Ja. Und jetzt kommt doch bestimmt eine Cutscene, oder? Wir haben den letzten großen Kampf. Wir haben China geeinigt. Wir sind einfach super. Lightning fast. Wir sind blitzschnell. Das kam mir noch nicht mal so vor. In fast 9 Jahren haben wir ein ganzes Land vereinigt. Als kleiner Stöpsel haben wir angefangen. Was ist das? Way of Life. Uah, ich konnte mir das noch nicht mal angucken. So schnell hat der geladen. Und das sage ich nicht oft. Der versprochene Tag ist endlich gekommen. Wie? Was? Was ist das denn? Ja. Ja, ein schwarzer Bildschirm. Dafür haben wir gekämpft. Oh, hier sehen wir unsere Hochzeit. In einem sehr schönen Filter. Das zeigt, das ist vergangen. Und das ist unsere erste Liebe. Unsere einzige Liebe. Mit ihr, mit Sasa, werden wir zusammen eine Tochter kriegen, die wir Gaza nennen. Das ist wunderschön. Oh, mein Herrscher, ich liebe dich über alles. So wie wir alle. Hat sie gerade gesagt. Daran kann ich mich noch erinnern. Es ist ja meine eigene Hochzeit. Und sie hat noch den ganzen Tag gesagt, wie toll ich bin. Das war wunderschön. Das war einfach so bezaubernd wie dieser schwarze Bildschirm hier. Das kann man nicht in Worte fassen. Das... Ach. Und da ist unser Bruder, Kenyo, der Kriegsmönch, der uns in die Weisheit der Gerechtigkeit eingeführt hat. Er hat einführen gesagt, haha. Nein. Nun, mein lieber Kenyo, wir werden unsere Bruderschaft verdeutlichen, indem wir zusammen diesen Krug zerstören. Und diesen Krieg. Aber erstmal diesen Krug. Den Krug geht vor Krieg.
und Krieg kommt erst nachher. Wusch. Sehr gut. Und da werden gleich die Blätter der Gerechtigkeit werden wieder in den Winde, im Winde verweht. Da sind sie. Sehr, sehr schön. Das hat unsere Bruderschaft verdickt wie Mehl. Dass die Soße weiter verdickt. So ist unsere Freundschaft durch diese Blätter verdickt worden. Und ein weiterer Blackscreen. Und ist das... Das ist unsere letzte Schlacht. Kurz vor unserer letzten Schlacht. Unsere motivierende Sprache. Der Kampf, der alles entschieden hat. Es war der Kampf, der das Land vereinigt hat. Auf alle diese Leute habe ich gezählt. Viele habe ich exekutiert. Aber auf wenige habe ich gezählt. Und sie haben mich nicht enttäuscht. Auch ihr habt mich nicht enttäuscht. Ihr seid weiterhin den Flachwitzen habt ihr standgehalten und seid weiterhin bis zu diesem Moment, wo wieder dieser wunderschöne Blackscreen kommt. Ihr habt durchgehalten. Und das hier ist anscheinend die Gegenwart. Da sind sie alle, unsere Verbündeten. Genau. Das werdet ihr alle. Ihr alle werdet tun, was ihr könnt. Und da fliegen die Tauben der Gerechtigkeit zusammen den Blättern der Gerechtigkeit hinterher. Und ich... Ja, das war's. Though first of the happiness of the people and ruled with just and fair hand. Das hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, dass wir wirklich so ein hervor... Obwohl, was sage ich eigentlich? Natürlich war mir klar, dass ich ein Superherrscher bin. Aber hallo, ich habe mich gekümmert. Und wie? Ja, sehr schön. Und hier können wir nochmal alles nachlesen, was wir hier für Titel bekommen haben. Boah, das geht ja lang. Sehr schön. Save Your Timeline, natürlich. 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 Aber so laut. Das alles haben wir vereinigt, aber ich will jetzt gerade nicht so laut sprechen. Deshalb überspringe ich das hier. Oder? Ja, weil ich kann so laut gerade nicht reden. Es ist echt spät. Und ich will niemanden aufwecken. Deshalb, ja. Ich freue mich, dass ihr mit mir zusammen das hier durchgestanden habt. Dass ihr und ich... Entschuldigung. Ich habe so viel gesprochen, dass wir zusammen ein Land vereint haben, das voller Krieg war, voller Hass. Und wir haben es einfach am Schopf genommen und in ein Fass voller Licht und Hoffnung getaucht. Und dann die Spülung, ach nee, das war die Toilette der Hoffnung. Nee, ja, in das Fass der Hoffnung getaucht haben. Und das war wunderschön. Ich hoffe... Dass ihr weiter mit so einem guten Gefühl davon geht, wie ich jetzt davon gehe. Wo gehe ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht Korea. Aber wir lassen uns mal, wir schauen uns mal an, was Koei sich als nächstes ausdenkt. Vielleicht Samurai Warriors 5 oder so. Wir sehen's mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Euer Herrscher.